So, herzlich willkommen. Wir sind zurück bei Skyrim. Alter, sieht schon nice aus, wenn man hierher kommt. Ich gucke gerade, Aufnahme läuft, scheint zu laufen. Beide Inputs sind da. Lydia ist da. Perfekt. Wieso kann ich denn sofort laufen? Die Mobilisierung war noch aktiv. Ohne Scheiß, ich habe eigentlich jetzt wirklich gerade geladen, neue Aufnahmesession, gestern 3 gemacht, glaube ich. Waren es 3? Ich weiß es nicht mehr. Aber ungefähr 3. Naja, Crystal Dragon, das wollte ich nochmal wissen. Es war ein Crystal Dragon. So, und ich möchte noch was anderes wissen. Und zwar hatten wir, glaube ich, hier dieses Zwergendingsbums. Ich würde nochmal 90 Grad ausbrechen darunter und würde nochmal das Zwergendingsbums suchen, weil ich gerne wissen möchte, ob wir das Ding, was ich meinte, dass es eine Burg ist oder sowas, ob wir das jetzt in der Form der Höhle gefunden haben oder eben nicht. So, da ist das Zwergendingsbums. Und jetzt gucken wir nochmal da hoch. Okay, es gibt keine Bauwerke. Es ist jetzt natürlich viel besser zu sehen. Also es... Hallo? Er hat gerade nicht die Waffen rausgenommen. Ganz toll. Prima. Ja, schön. Jetzt geht's. Ja. Ja. Aber das meinte ich manchmal. Also sag mal, ob die Maus kaputt ist. Hier ist da erst neu. Die ist doch gerade neu. Die kann doch nur nicht kaputt sein. Die gute Maus. Die habe ich doch gerade eingerichtet. Eigentlich auch wieder nicht, weil die hat eigentlich die Standardfunktion. Und mehr auch nicht. Ich meine, das macht sie schon gut, ne? Sie leuchtet auch ganz, ganz hervorragend. Es ist wirklich nichts hier. Keine Sie kommt durch. Sehr schön. Hallo, guten Tag. Was ist denn hier passiert? Eieiei. Ein gewalttätiges Land ist das alles hier. Ojo. So. Schön. Oh. Wofür hat man denn so schöne Mods installiert, wenn man das nicht genießt? Alter, ist das schön. Und wir beide können das angucken, Lydia. Guck mal. Aber ich weiß, da ist... Ist das schon ein Bär oder haben wir den Bär haben wir auch schon fertig gemacht, ne? Der Bär ist ein Ex-Bär. Der gute Bär ist ein Ex... Oh, der... Oh, der liegt aber... Der liegt aber liebst, herzallerliebst. So, der Ex-Bär. Und hier ist ein Ex-Drachen. Was für ein gewalttätiges Land. So, wir brechen jetzt nach links... Ne, halt. Wir können natürlich erstmal ganz kurz schauen... Ganz kurz, wie gesagt, also wir rennen schnurstracks, rennen wir auf die Questziele zu. Es gibt hier Lydia. Weißt du was? Bleib du mal hier. Beim Drachen. Bin immer noch da. Bleib mal hier. Ich bleibe hier und passe auf. Sehr gut, dass keiner den Drachen klaut, ne? Das ja geht, so ein Ding geht auch schnell verloren. So. Ich will mich da auch nicht über die Lydia lustig machen. Es ist dann halt einfach nur eine dramatische Orchikalkum-Ader. Kann von mir aus sein. Ist alles gut. Naja. Und eine Kanuswurzel daneben. Die holen wir uns auch gleich noch. Man kann hier nicht auf persönliche Perspektive stellen. Okay. Hier soll wahrscheinlich in dritter Person Singular, weil wir sind ja alleine, Erz geschürft werden. Oh nein. Nein, nein, bitte nicht.
Das sieht hier alles nach... Oh Gott, nein. Nach Drachen und so aus, ne? Die Nordwindspitze, zeig mal her. Alles klar. Ja, dann holen wir uns doch den ganzen Lauch hier. Komm zu mir, Wort der Macht. Leben oder flüstern. Dankeschön. Zauberbuch Frost. Rune. Nearby surface, it explodes 50 points of frost damage when enemies come near. Okay. Schön, kennen wir noch nicht. Alles gut, danke. Hier gibt's nichts. Ruiniertes Buch, ruiniertes Buch. Und nochmal ruiniertes Buch. Alles ein bisschen angeplattert. Hier hat wohl der ein oder andere schon Pickaxe. Ja, komm, wir nehmen sie mit. Die arme Pickaxe, dass die nicht alleine ist hier. Oh, ein Schmelter. Guck mal. Läuft sogar noch. Die haben hier so multifunktionales Camp gehabt, ne? Mammute umbringen. Okay, ja, das sieht man von unten dann offensichtlich nicht. Aber die Frage ist natürlich jetzt auch, der Drache, den wir umgelegt haben. Ach guck, Skelett, hallo. Sogar noch. Ein Überleben, hätte ich beinahe gesagt. Ah. Ruinierte Bücher, ja, der hat sich fortgepflanzt. Nee, er hat sich fortgebildet. So, Adept. Alles da. Sehr schön. Ja, den Wind Potion nehmen wir gerne mit. Alles noch so, wie es verlassen wurde. Das war... Nordwindmine. Gehen wir alleine rein? Oh Mann. Ja, wir gucken mal, ne? Ehe wir jetzt die Lydia holen und so weiter und so fort. Gut, dann gucken wir mal vorsichtig rein. Mal gucken, was da passiert. So richtig schön ist natürlich nicht, ne? Aber wir sind ja erwachsen. Oh oh, wir müssen die Lydia holen, glaube ich. Hier sind so ganz dämliche Zauberer mit Wiederbelebungsdingern und so weiter und so fort. Nein. Ich muss wirklich gestehen, da ist schon mal eine Falle und so. Ich höre die Knochen auch noch weiter. Ebenerz. Aber hallo, liebes Ebenerz, komm zu mir. Ebenerz. Schnell aufgeschrieben. Nur vergessen, was das für eine Mine war. Aber wir kriegen es hin. Wir machen vorsichtig weiter, ne?
das ist ja eine ganz kleine Mine. Also eine klitzekleine Mine. Also ein Skelett plus noch irgendwas. Das Gedängel. Aber das Geatme. Vorsichtiger jetzt wirklich, weil das geht hier sehr einfach. Und dass das einfach ist, nehme ich eher als ein Achtungszeichen. Eben jetzt nochmal, wow, okay. Ein Büchlein. Wir looten nachher, ne? Wenn wir wieder zurückgehen. Das heißt, wenn wir nicht tot sind, looten wir nachher. Hier geht's nochmal kurz hoch. Ich möchte kurz schauen. Ein Trüchen gibt's hier. Ja, wir sind inkonsistent. Das ist echt doof. Nicht gut. Ich sollte lieber konsistent looten oder nicht looten. Nee, kein Seil, ne? Keine Falle. Wow, drei Ebenerze. Und geht's da schon wieder raus, oder wie? Gott sei Dank. Aber jetzt ist wahrscheinlich da Überraschung. 20 Gegner und... Auch nicht. Ein Steinbruch. Ein Stonebreak. entdeckt wer? Und vor allen Dingen, wo sind wir gerade? Gerade mal gucken. Nein. No. Wir sind bloß auf der anderen Seite, ne? Das ist einfach. This is it. Hab ich da so ein Knarken gerade gehört? Wölfilein. Das interessiert uns eigentlich nicht. Ja, das können wir, den können wir ganz getrost mal ziehen lassen. Nur kurz hier einen kleinen Blick werfen. Also wirklich einen klitzekleinen Blick nur. Also den kleinsten Blick, den wir werfen können, den werfen wir jetzt hier hin. Ja, ja, ich habe Angst vor dir. Ciao. Ich hau lieber ab. So, sehr schön. Dann glaube ich, wenn die nicht alle wieder da sind, gehen wir gerade noch da durch. Und dann ist der Drache da, den dürfen wir dann alleine. Ich bin heute total positiv eingestellt, ich weiß. Alles gut.
Ich hörte doch... Ach, das ist ein Vogel. Jetzt. Ich hatte immer nur so ein Teil gehört, wo man vermuten könnte, hallo, der ist eventuell... Im Erz. Man kann auch nicht sich zur Seite bewegen, ne? Ach, jetzt hat er aufgehört. Mann. Aber gut, wir können es unterbrechen, falls wir angegriffen werden und so weiter und so fort. Alles gut. Schauen wir doch mal, was wir alles kriegen. Ich muss sagen, also nicht, ich habe jetzt nicht voll die Angst und hin und her. Was ist denn das Schönes hier? Vor diesen Zauberern mit den größeren Stäben. Auch nicht den ZauberInnen natürlich. Das schließt das ein, wenn ich das so sage. So, wir machen ganz kurz dann hier die Truhe. Wir haben immer noch die Laterne nicht. Die ist leer. Und ein Säckelein, Tornister. Eine Tornister. A Dance in Fire. Volumen 3, das könnte sein. Das Go-Jerk. Fortschrittlich. Okay. Beef Jerky. An was erinnert uns das? Das ist Skelett. Ja, Argus Eiserner Topf, komm mit, solange wir nicht völlig überladen sind. Das sind sehr große Dinger. So, der ist umgekommen. Der hat noch ein Täschelchen dabei. Probieren wir doch mal, ob wir da hinkommen. Ah ja. So, es hat etwas gedauert. Lockpicks hat sich schon gelohnt. Dankeschön. Na gut, nehmen wir dann die auch noch mit. Ebenerz. Dankeschön. 3 Ebenerz. Wow, das ist viel. Ich glaube, das ist die größte Konzentration, die wir hier je gefunden hatten. Und ich habe wieder den Namen der Mine nicht gemerkt. Okay. Gut, alles klar. Ein Schildchen. Ja, gut, komm. Nehmen wir es noch mit. Wie sieht es denn überhaupt aus? Zwar, ja, komm. Können wir noch ein paar Skelette, können wir da noch mitnehmen. Und vor allen Dingen Hacken. Nehmen wir mit, was geht. Gut, schön. Aber interessant, dass die dann auch das mit einer Dingsbums gesichert hatten, ne? Falle. Das hat noch nicht wieder sich regeneriert. Ja, gut. Aber siehst du mal, die eine Hacke hat man jetzt nicht mitgenommen. Himmelsrand. Ja, gut. Okay. Jetzt kommt der Drache. Ist natürlich einer der ekligsten dann. Nein, doch nicht. Gut. Ganz kurz rauskriegen. Wie heißt sie? Nordwind. Alles klar, die Nordwindmine. Verstehe. Gut, ich guck noch mal hier hin. Ich kann nicht glauben, dass wir hier so kampflos solche wunderbaren Sachen bekommen. Aber ich meine, wir haben ja schon einen umgelegt von den Drachen. Insofern. Gut, thank you. Ach, hier hatten wir auch noch nicht drin, ne? Ich halte mich jetzt hier so lange auf, bis was passiert. Es ist völlig klar. Es ist völlig klar. Ein kleiner Teller. Ein Large Sack. Ja, bitte schlafen können. Wir könnten jetzt schlafen, ne? Schlafen am besten, bis jetzt irgendwas passiert. Und dann... Oh, oh. Das war von uns. Okay. Also es ist hier schon ganz schön... Wie soll ich sagen? Es ist schon ganz schön, meinen Nachbarn gerade grüßen. Wir sehen, der macht immer abends jetzt um die Zeit Fenster zu.
So. Und dann winke ich eben mal. Winken ist immer schön. So. Das hat sich doch echt nochmal gelohnt, der kleine Ausflug. Ich hatte schon überlegt, oh, ist es nicht zu langweilig, wenn du hier rumkletterst und so. Aber, wie man merkt, es ist doch immer wieder interessant, wenn man das macht. So, jetzt ist natürlich... Oh. Ein Skeleton. Vielleicht haben die immer irgendwas dabei, wo man nochmal rauskriegt, warum die gestorben sind und so weiter und so fort. Man weiß es ja immer nicht. Okay. Keine Dinger. So. Und was jetzt auch immer wichtig ist, muss ich darauf achten, hier nicht zu schnell runter zu rennen. Ich meine, es könnte sein, wenn man das zu schnell macht, dass ich das nicht regenerieren kann, das Spiel. Dass es sich aufmacht. Jetzt ist natürlich die große Frage, wo ist die Lydia? Ich mach mal gerade mal... Oh, ist da schon so eine... Ah, wir müssen weiter nach rechts, ne? 90 Grad rechts. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Ich dachte eben, da wäre noch eine Erdmutter oder irgendwas. Ja, aber wir müssen ja nach rechts zum Glück, ne? Und das mache ich ja auch gerade. So. Ich will eigentlich nicht unten lang, lieber oben lang. Hab einen besseren Überblick, aber jetzt gucken wir mal. Schon da drüben? Kann man das noch sehen? Nein. Weil die Lydia wartet genau da, wo wir sie hingestellt haben, ne? Haha, hier ist der Drachen. Da müsste sie ja da oben sein. Perfekt. Ach, eine treue Seele. Wir brechen auf. Und wie ihr befehlt, Tane. Ja, du mit deiner erotischen Stimme. Und kein Doof-Treuer. Das würde ich, also das würde eher langweilen. Ne? Die könnte auch mal so ein bisschen Widersport geben oder ist doch besser so rum oder ich finde es mir ist langweilig. Lass uns mal was machen hier. Gib mir das. Gib mir das, ist da. So. Also ich will damit sagen, ich sehe die nicht als treu doof an, sondern wirklich als jemanden, der da unterstützt. So. Und was sehen wir hier? Wir müssten langsam auch in die Nähe kommen, ne? So, halt, Moment. Dann gehen wir ganz kurz nochmal zu dem Ding, wenn der nicht abgeschlossen ist. Ne, der ist abgeschlossen. Okay. Dann müssen wir auch nicht hin. Ich mache einen kleinen Kika, aber man sieht den gar nicht. Ich guck ganz schnell. Sehr schön. Hat sich schon gelohnt, siehst du mal. Wo ist denn der Turm, den wir gemacht haben? Hä? Ist der unter uns oder was? Okay. Nebelwacht. Ja, gut. Dann egal. Dann ist es egal. Die Vögel heute, die haben immer, wenn man erzählt und so weiter, gibt es halt so quer. Geben die immer so quer. Hallo, könntest du jetzt... Haben wir das schon? Genau die hatten wir schon. Ich finde, okay. Oh, oh. Hoffentlich kannst du da wieder rauskommen. Mit mir. Sie kann. Super. Kommst du hier auch mit runter? Ja.
Nee, kommt sie nicht. Sie kommt wahrscheinlich drumherum gelaufen. Na gut. Dann sind wir, glaube ich, jetzt langsam in dem Gebiet, wo wir eigentlich von ganz vorne lang hin wollten. Nebenbei das Pferd. Das Pferd fehlt. Und schon eine Weile, ne? Holy, haben wir das Pferd verloren oder was? Ah ja, gerade wieder schöne, passende, dämmerige Atmosphäre. Naja, gut. Wann ist denn das? Wann haben wir das Pferd das letzte Mal gesehen? Irgendwas ist komisch. Das ist wie bei Witcher, wo der schon so ein, nicht ein Angstschauer, sondern so ein, oh. Ah. War zu spät. Sie hat ihn wieder erledigt. Gut. 27. Da würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut, wa? Ja, und beim nächsten Mal machen wir dann endlich die Quest. Die Quest, die eine Quest, die wir vor den ganzen Ringelläufen ins Auge gefasst hatten. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.